Betriebssystems. Mein Name ist Georg Röttl. Ich bin da von der Firma Infonova, beziehungsweise auch, weil mich das Thema total interessiert. Und ich würde heute gerne das Thema vorstellen, zuverlässige und flexible Bildressourcen mit Mesos, Docker und Chaos. Ne? Kurz zu meiner Person. Ich bin gerade studiert, Telematik, arbeite seit 6,5 Jahren bei der Firma Infonova. Bin dort ein Teamleiter von einem DevOps-Team, 5 bis 6 Leuten. Und arbeite in der Operations-Abteilung. Ne? Seit ungefähr 2 Jahren. Vorher war ich Entwickler. Wenn man mich fragt, was ich vom Beruf bin, ich sage, ich bin Entwickler. Ne? Das Thema, das ich heute präsentiere, kommt aus einer Gegend, das heißt DevOps. Das ist eine Bewegung, die gibt es seit 2 Jahren. Dev steht für Development, Ops steht für Operations. Das ist eine Mischung aus Entwicklung und Operations. Eigentlich geht's darum, hat sie zum Ziel, dass man entwickelt und das, was man entwickelt hat, auch betreibt. Ne? In den letzten 2 Jahren hat sich herausgestellt, die Technologien, die das ermöglichen, haben als Basis Linux, Linux-Kernel. Das sind alles Open-Source-Technologien. Ne? Ja, und heute bin ich da und möchte euch einmal ganz nah ans Herz legen, dass die Infonova eine total super tolle Firma ist, beim Schwarzen unten und total fein. Ne? Werbeeinschaltung Ende, das wird die letzte Werbeeinschaltung gewesen sein, die es war. Was erwartet euch in den nächsten 43 oder 42 Minuten? Ne? Hoffentlich kann ich euch einen Use Case vorstellen von einer super tollen Continuous Integration Environment, das wir da in der Firma haben. Mit Hinweis darauf, dass die Infonova in der Steiermark das größte Softwareentwicklungsunternehmen ist, das ich zumindest kenne. Ne? Ein Bericht über einen spannenden Technologie-Stack, den wir haben für den Use Case. Und eine Fortführung zu dem, was ich gestern angefangen habe. Ich habe gestern auf technischer Ebene, auf Linux-Kernel-Ebene probiert, so gut ein Entwickler halt kann, die grundlegenden Linux-Kernel-Technologien vorzustellen, die man braucht, um das ganze Thema überhaupt greifen zu können, zu verstehen, administrativ zu verstehen, wo es dann zum Schluss tatsächlich passiert. Ne? Und nicht nur in einer groben Welt von Wolken und Clouds zu leben, die miteinander über Wunder, Elfenstaub, ne? Zauber-Elfenstaub würde ich mal sagen, ne? miteinander reden, sondern unten an der Basis ist dann der Linux-Kernel und es sind nur ein paar Mini-Technologien, die im Ende verwendet werden, die das Ganze, was ich heute präsentieren werde, ermöglichen. Ne? Ja? Um Cloud, Wolkig, Management, unten ist es im Endeffekt über Shell-Kommandos auch abbildbar. Ja? Gestern bin ich draufgekommen und es ist so, dass ich nicht nur... Also ein bisschen fehlt noch was, hat gestern noch gefehlt. Ne? Und zwar Docker, kennt es wer vom Namen her? Ja, sehr gut. Gestern war es so, dass ich dann den Kernel und wie man einen Docker-Container so halbwegs in der Shell selber basteln kann, vorgestellt habe. Ich bin aber draufgekommen, dass viele mit Docker selber noch nicht in Kontakt gekommen sind oder noch nicht wissen, was das heißt. Ne? Mache ich jetzt auch nicht. Ich biete es an, nachher beim Stand drüben, wo ich stehe, wer eine Docker-Kurzeinschulung haben möchte, zu mir zu kommen. Ich zeige es einmal her auf meinen Rechner, wie das Ganze funktioniert. Gut, last but not least, das alles, was ich erzähle, diesen einen Use Case da oben, wo es darum geht, um Continuous Integration auf einer relativ großen Softwareentwicklungsfirma. Alles, was wir darum gemacht haben, ist Open Source. Und On-Premise. Open-Source, weiß jeder, was das heißt. On-Premise heißt, die Hardware steht tatsächlich bei uns im Haus. Ne? Wir kaufen es nicht von Amazon, es wird oder von Azure Cloud oder sonst irgendwoher. Ne? Es ist tatsächlich bei uns installiert, wird gewartet, wird ausgeliefert, wird betrieben, ne? und bereitet nachher Mehrwert für unsere internen Kunden, die Entwickler, die gar nicht zu wenig sind, zur Verfügung. Ne? Grundthemengebiet in der ganzen Use Case, den ich herzeige, ist Continuous Integration. Kennt das, diesen Begriff wer nicht? Kennt den wer? Okay, gut. Ne? Wer nicht kennt, wenn man von der Uni kommt, frisch und nur Projekte mit seinen Kommilitonen gemacht hat, ne? dann macht man halt was, dann schickt man das an irgendeinen Tutor oder irgend sowas. Ne? Der korrigiert das und man ist fertig. In der Softwareindustrie läuft das ein bisschen anders. Man programmiert, ist fertig, committed, pusht, ne? und nach jedem Commit und Push, meistens mit Git, ne?
geht dieses Werkel auf einen entfernten Rechner los. Bauen, Test ausführen, deployen auf ein Staging-System oder auf so Snowflake-Systeme, wie wir sagen, also Systeme, die immer da sind und wieder weg. Ne? Analyse von den Resultaten, Codequalität, das ist ein relativ rechenaufwendiger Prozess. Ne? Und zum Schluss ein Integrationstest drüber, das heißt wirklich integrativ, wenn man den Schritt noch gehen möchte, durchzutesten mit Selenium-Click-Tests oder so irgendwas, wenn jemand was sagt. Ne? Das ist bei uns so der typische Continuous Integration-Fall, den wir haben. Ja? Das ist jetzt alles nur mal um ungefähr den Rahmen, wo ich jetzt die Lösung, die ich habe, die Linux-basierte Lösung, die ich habe, vorstellen, um mal darzustellen. Infonova hat 350 Angestellte, 250 Entwickler, ungefähr, aufgeteilt auf zwei Standorte, aufgeteilt auf Entwicklungsabteilung, eine Operations-Abteilung, na, zwei Entwicklungsabteilungen und eine Operations-Abteilung. Ja. Es werden 30 Projekte gleichzeitig betrieben, die haben unterschiedliche Laufzeiten, ich glaube, das längste läuft schon seit 12 Jahren oder so irgendwie, ne? Kurze laufen nur ein paar Monate, ne? Aber es wird immer so Continuous Integration gemacht. Man committet, es wird gebaut, irgendein Rechner baut, da irgendeine Infrastruktur dahinter, irgendwelche CPUs, die auf irgendwelchen Linux-Kernels laufen, machen irgendwann mal was. Ne? Ein Projekt 40 Personen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber summa summarum, wir haben 40.000 Build-Jobs pro Tag, die laufen, die von 5 Minuten bis 18 Stunden dauern. Ne? Das heißt, wir haben 4.000 Prozesse, die wir pro Tag quasi orchestrieren müssen von einer zentralen Instanz aus, die on-commit beliebige Sachen ausführen können. Ne? Ich weiß nicht, ob das jemand kennt in der Entwicklung, da werden Unit-Tests ausgeführt, werden Programme ausgeführt, die fehlerhaft sein können, ne? Die mal viel Ressourcen brauchen, mal wenig Ressourcen brauchen. Ne? Einmal braucht man PHP drauf installiert, einmal muss Java oben sein, einmal muss Go oben sein, was weiß ich, tausende unterschiedliche Environments, in denen dein Programm, dein Prozess, dein Bild, ne, ausgeführt werden muss. Ja, Infonova ist so groß, die leistet sich ein eigenes Team, das sich nur mit oder hauptsächlich mit dem Support von und Betrieb dieser Infrastruktur beschäftigen darf. Ne? Jede Firma in jeder Größe wird das nicht sich leisten können, aber Infonova ist in einer Größenordnung angelangt, wo es tatsächlich den Platz dafür gibt, sowas zu machen. Ja. So, meine Kollegen, ich bin der Teamleiter, wie gesagt, der Klaus ist unser Architekt, Reinhard und Stefan sind unsere Seniors und Alexander ist unser Senior Junior und der Josef ist unser Junior Junior. Also in die Richtung geht es. Ne. Wir sitzen in einem Zimmer, alle haben Linux installiert und wir betreiben und warten und weiterentwickeln unsere Entwicklungsumgebung für die Entwickler. Ja. Gemeinschaftlich. Ne. So, was stellen wir uns vor in der Infonova oder was stellt sich die Firma vor? Noch einmal Use Case zurück, stellt sich vor, Entwickler konzentriert sich aufs Basteln seiner Software, kann beliebige Lego-Bausteine hernehmen, na, gütige Metapher, beliebige, ja, ist nicht so wirklich, aber optimalerweise beliebige Technologien, die er verwenden darf, um zum Schluss ein Lego-Auto zu basteln. Na. Das macht jetzt einmal jeder für sich selber, seine Komponente, seine Funktionalität ist fertig und zum Schluss schickt es an dieses Continuous Integration Environment, das wird getestet, ja, alle freuen sich, es wurde da unten eine wunderbare Straße mit Landschaft gebaut, man ist stolz drauf, man hat keine Angst, dass irgendwas passiert, man traut sich committen, man traut sich hinten diesen Automatismus ausführen lassen, ne? Und es kommt zum Schluss schöne Software raus, wo der Kunde, ich glaube, das ist die Dame da drin, ich weiß nicht, wie sie im Rollenspiel sie das ausgemacht haben, aber sie freut, man sieht, alle haben kein Problem gehabt, Software zu committen und auszuliefern. Ne? So, gut. Ja, was ist ein Bild? Kennt jemand Build Environment Jenkins inhaltlich? Okay, Alternativen gibt es noch andere, TeamCity, Travis CI, hunderte. Ne? Ist auch Open Source Build Server, hat eine große Community, ist flexibel, lebt genau in der Domäne, in der ich jetzt dann gesprochen habe. Ne? Gut, wir hätten gern, dass in der Skalierung in der Größenordnung, die wir haben, Jenkins CI flexibel und stabil ist. Ne? Ja? Das ist ein Java-Programm. Nein. Also von dem her, beziehungsweise ist ein nicht optimiertes Java-Programm für diesen Ding, das gewachsen ist und das ist weder zuverlässig noch flexibel in der Dimensionierung, in der wir es benötigen. Ne? Und da ist jetzt dann das Große, was wir mit Linux-Technologien umgesetzt haben und Know-how reinkommen ist. Ne? Wir haben jetzt dann aus dieser Jenkins-Komponente eine Komponente ersetzt,
damit das Ganze den Anforderungen, die wir haben, unterschiedliche Environments, hochskalierbar mit Cloud, wo man sehr schnell neue Ressourcen, CPUs hinzufügen kann und es trotzdem von einem 5-Mann-Team wartbar bleibt. Ne? Das Szenario haben wir da. Wie sind wir da vorgegangen? Jedes Projekt hat seinen eigenen Jenkins, unwartbar. Ne? Systemadministratoren loggen sich ein, der hat da die JDK installiert, da ist das Plugin oben, das geht da nicht, das geht eine Hölle in Maintenance. Ne? Wenn man so 30, ich glaube in der Höchstung fast 30, 40 Teams, die gleichzeitig da an unterschiedlichen Jenkins-Instanzen gearbeitet haben, man hat nicht mehr gewusst, was wie wo passt. Ne? Dann ist immer gekommen eine Idee, wir machen einen globalen, einen für alle. Jenkins hat so eine Architektur, die das ermöglicht. Ne? Instabil. Ne? Dann haben wir gesagt, gibt es noch eine zusätzliche Jenkins-Möglichkeit. Dann machen wir einen Jenkins-Master, der rennt in einer VM, alle Slaves rennen in VMs. Ne? Auch instabil. Die Instabilitäten sind meistens dadurch aufgetreten, dass eben diese Schläf-VMs einen Zustand gehabt haben, ne? Sind wiederverwendet worden, sehr, sehr problematisch im Betrieb vom Ganzen. Ne? Das ist das Beste, was man mit dem Jenkins-Normal-Setup erreichen kann. Ne? Besser wird es nicht. Ne? Damit der Jenkins-Master, diese Build-Jobs sind Konfigurationen, die konfiguriert man, da drückt man drauf. Das ist eine Konfiguration von einem Programm, sage ich mal, das irgendwo ausgeführt wird. In dem Setup drüben kommt der Build-Job 4, der ist am Jenkins konfiguriert. Jenkins kommt her, redet mit der VM01, die vom Typ Selenium Windows ist. Diese VM01 wird über KVM-Virtualisierung auf einer Hardware-Kiste unten ausgeführt. Ne? Die Hardware-Kiste haben wir konkret eine gekauft vor 2 Jahren mit 96 CPUs und 200 GB oder 150 GB RAM, ich weiß es nicht. Ne? Die Zahl habe ich leider im Kopf, die man doppelt kauft, damit man Ausfallsicherheit haben, falls eine mal abbraucht. Ne? Weil das ganze Castle betreiben im 24-7-Betrieb. Ne? Das heißt, wenn eins abstürzt, haben wir ein anderes noch da. Ne? Also wir sind nach Operations. Ne? Und das ist das Beste, was passieren kann. Ne? Man sieht vor allem 01 bis vor allem 42. Wir haben 42 VMs gehabt. Die haben schon eine gewisse Art von Risikominimierung angefangen. Dann haben wir gesagt, komm, da drüben ist Selenium Windows, da muss Firefox und so installiert sein. Schränken wir ein auf 4 GB RAM und 2 CPUs. Dann noch eine Virtualisierung mit 4 GB RAM, noch eine Virtualisierung mit 1 GB RAM, noch eine Virtualisierung, da ist gar nichts rum und, ne, und so weiter und so fort. Na, da haben wir schon angefangen, Risiko minimieren. Das heißt, wenn eine vor allem kaputt wird, ne, dann fällt nur eine aus, nicht alle. Es sind nicht alle Programme auf allen Umgebungen installiert. Ne. Wir sind aber dann zum Punkt gekommen, wo auch das dann an seine Grenzen rennt. Ne. Aber da komme ich später noch dazu. Welches Problem haben wir noch mit dem Setup gehabt? Die unterschiedlichen VMs, ne, das sind so Slave-VMs da angedeutet, ne, haben so ein Label. Am grünen ist der Firefox installiert, am blauen ist Java installiert und am gelben, sagen wir, ist Python um. Ne? Sagen wir, ist Python um und am roten, sagen wir, ganz wild, was ist da um Node.js. Ne? Ne? Jetzt ist die Sache, links ist die Build-Queue, es sind 4 grüne Items da, ein blauer, ein gelber und ein roter. Ne? Was wird passieren? Ja, es sind 2 grüne Slots da, ne? Die aber fix über die Virtualisierung CPUs und RAM eigentlich reservieren, ne? Und nicht hergeben. Ne? Was da passiert ist, kann man sehen, der rote, der gelbe, der blaue kommen dran, die 2 grünen kommen dran und die anderen warten, obwohl in Summe noch genügend Ressourcen da sind. Ne? Auch nicht optimal. Ich glaube, da werden wir ein bisschen. Das geht besser. Ne? So. Was ist beim Betrieb von dem passiert? Alle Linux-VMs, auf denen der Jenkins rennt, alle Sachen werden manuell ausgespielt. Manuell haben wir schon gehabt, so ein Golden Image. So ein VM, die. Ein Golden Image, das ist über Fabricate oder irgend sowas, glaube ich, mehr schlecht als recht gewartet, ne, die Sachen neu aufgesetzt hat. Was passiert? Die VMs, die man vorher gehabt hat, die Linux-VMs, haben einen Zustand gehabt, der da war. Das heißt, wenn ein bestimmter Build-Job auf der VM01, ne, vom Label Selenium ausgeführt worden ist und der Firefox ist dort abgestürzt, der Prozess ist hängen geblieben und hat sie auch über normales Kill nicht mehr beenden lassen, na, dann war er dort. Ne? Das war's. Ne?
Oder ein Prozess war dort drinnen und hat das Temp-Verzeichnis vollgeschrieben. Ne? Ein Log-File von 10 GB produziert. Der nächste Job ist hinkommen zu der gleichen VM, die einen Zustand gehabt hat, und hat gesagt, du, ich würde gerne auf Off-File-System ist voll. Ne? Ja, Problem, das ist nicht weggegangen von allein. Ne? Also, dann haben wir Aufräumjobs geschrieben, die sie einloggen, automatisch Sachen löschen bei den gefährlichsten Foldern, Prozesse automatisch gekillt, ne? Bla bla bla. Bei uns da haben wir, also das ist dann die Software, die wir geschrieben haben als Team, ne? Um die Maintenance zu automatisieren. Hat nichts geholfen, auch noch Incident-Tickets reinkommen. Ne? Auf der anderen Seite, wir haben einen Haufen Arbeit gehabt. Ne? Unangenehme Arbeit, frustrierende Arbeit. Auf der anderen Seite sieht man da den Entwickler, der kratzt sich am Kopf. Ne? Hat committed, seines Erachtens sollte alles gehen. Auf einmal steht dort oben Volume voll. Bei uns ist in der Entwicklungsabteilung so, es sollte eigentlich, wenn was rot ist, wenn ein Bild nicht geht, wenn ein Job nicht ausgeht, also wenn ein Test nicht geht, sollte man darauf reagieren. Ne? Das heißt, der ist dann da gesessen, war ich das, was ist das Ding? Ne? Ist auch von der Anwendung her ziemlich problematisch. Summa summarum, Jenkins ist kein Cluster. Ne? Cluster-Management-System kann es nicht gut und auch die Architektur, die vorgeschlagen ist von Jenkins, ist eigentlich für den Use Case sehr problematisch, weil eben Software ausgeführt wird, die buggy ist und kaputt. Ne? So, was haben wir dann gemacht? Wir haben den neuesten Hype, Hotshit, wie mein Chef sagen wird, ne? Von Linux-Technologie-Stack hergenommen, Mesos, Docker und CoreOS, um genau diese Probleme zu tacklen. Ne? Zwei Sachen haben wir braucht, oder zwei, was wir wollen haben, ist eine zustandslose Umgebung für die ganze Ausführung im Job. Das heißt, was wir wollen haben, ist, Build-Job kommt her, vor allem wird, ups, ist da, frisch und neu, Build-Job wird ausgeführt da drüben, vor allem wird weggeschmissen. Ne? Haben wir das Problem, vor allem unter 5 Sekunden zu starten, selbst mit einem minimalen Betriebssystem, keine Chance. Ne? Da kommt die Docker-Technologie rein. Ne? Docker kommt da rein, weil Docker eben genau das uns bietet, ne? Startet eine Pseudo-VM innerhalb kleiner einer Sekunde, ne? Von Scratch weg in einen definierten, hundertprozentig nachvollziehbaren Zustand und das Wegwerfen dauert weniger als, also noch schneller. Ne? Mesos auf der anderen Seite löst uns das Problem, dass wir die Ressourcen, die wir gehabt haben, dynamisch einschränken und Ressourcenmanagement eigentlich machen wollen. Ja? Nicht jede Abteilung, nicht jeder Job soll alle Ressourcen, die wir haben, zur Verfügung haben, geben. Mesos, und das ist das Lustige, macht aus diesen 42 VMs, die wir vorher gesehen haben, macht einen großen Kernel, sagen Sie dazu, ne? Einen großen Cloud-Kernel draus. Es fühlt sich an, wenn man mit Mesos arbeitet, auf Taskbasis, als ob es ein großer Rechner wäre. Ne? Mesos übernimmt die Metapher vom Betriebssystem dann aufs Cloud-Level, verwaltet, in unserem Fall sind es glaube ich 30 VMs, die anders demonisiert, mir zwar wie die ursprünglichen, ne? Und verteilt die Ressourcen auf diesen VMs. Konkret CPUs, RAM, Festplattenplatz. Ne? Und Docker gibt uns dann die Möglichkeit, dass man dort in diesen reservierten Ressourcen innerhalb von einer Sekunde einen neuen Job starten können. Und CoreOS ist eigentlich eine ganz coole neue Technologie von Google aufgeploppt, die eigentlich als Hauptziel hat, die Sicherheit im Internet zu erhöhen. CoreOS ist ein Betriebssystem, wo nichts oben ist, außer Docker und Rocket. Ne? Du hast einen Kernel, Docker, Rocket. Ne? Und System.d ist noch oben, genau. Das sind die vier Sachen, die oben sind. Ne? Und es ist Selbst-Updating. Ne? Das heißt, in der Default-Installation, wenn ein neuer Kernel da ist, ein neuer Security-Patch da ist, kannst du gar nichts machen, das Teil datet sich automatisch ab. Ne? Das heißt, du hast das Problem gelöst, ich habe CentOS 3.4, das vor 34 Jahren installiert worden ist, wo es gar nichts mehr gibt und keiner weiß mehr, wie das Passwort ist. Ne? Also CoreOS ist eine ganz interessante Technologie, ist für die Konferenz mit Security-Background sicherlich nicht schlecht, sich einmal genauer anzuschauen. Ich komme später noch einmal dazu, sonst rede ich da zu viel davon. Gut, was haben wir jetzt gemacht? Noch einmal, ne? Das ist, wie es funktioniert, da gehe ich noch mal kurz drüber, auf der News-Konferenz muss es nicht so viel sein.
Da drüben ist Jenkins, da gibt es ein Plugin, das Mesos-Plugin, das hat einen Scheduler, Mesos Master, bla bla bla. Summa summarum, man drückt am Jenkins am Knopf, ne, baue mir den Job, Java-Programm, User Interface, das geht zum Mesos Master. Der Mesos Master connectet sie zu seinen Mesos Slaves, das sind sozusagen spezielle Programme, die auf den VMs installiert sind, die dort die Ressourcen verwalten. Ne. Wir gehen und sagen, du, ich hätte gern 3 GB RAM, 4 CPUs und 200 TB Festplatte. Ja, gibt einen Scheduler zurück. Ja, habe ich, der akzeptiert das Offer, startet den Task weg auf dem konkreten Slave dann nachher. Ich zeige es noch einmal, wenn ich es noch schaffe, aber probiere es halt zu zeigen. Der wird dann auf einer konkreten VM in einem Docker-Container weggestartet, innerhalb von Millisekunden, und der connectet sich dann zurück zum Haupt-Jenkins-Instanz, die dort war. Ne? Damit haben wir diese kritische Komponente vom Jenkins, die Java-basiert war, die eigenes RMI-Protokoll implementiert hat. Ne? Eigentlich total, man darf nicht reinschauen in den Code-Daten. Ersetzt durch eine sehr, sehr stabile Technologie, Mesos. Ne? Mesos wird von großen Firmen wie Twitter verwendet. Ne? Apple tut drauf Siri rechnen lassen. Ne? Ist für den Use Case perfekt geeignet, weil es eigentlich aus einem Task-Executor-Basis kommt, so Hadoop und Spark und so Mahout-Geschichten. Lassen Sie auf den Framework super, super, super ausführen. Ne? Ja. Ein bisschen zu weit ausgeholt jetzt, aber so, wir schon ein bisschen zeitlich drauf. Halb. Ne? Ein bisschen vorgegriffen. Ne? Mesos sorgt dafür, eben, dass sie die Container in die Quere kommen, dass die Ressourcen kriegen, die da sind und sie nicht mehr holen, als man braucht. Ne? Flexibel ist es auch, das heißt, ne, sucht sie über den Scheduler raus die Sachen, die passieren. Ne? Und die Slaves werden garantiert nur einmal verwendet. Zurück zu Linux. Ne? Vor Ort heißt das da, was da passiert, Mesos. Ne? Mesos liegt auf der VM oder auf dem Bare Metal Server. Bare Metal ist ein Spezialausgriff für, ich kann es angreifen, ne? Ist dort und kriegt von Mesos den Befehl über Docker, bitte konfiguriere mir den Kernel so, dass der Prozess, den ich ausführen möchte, virtualisiert wird. Ne? Ich habe es gestern probiert herzuzeigen, es sind vier Kernel-Technologien, die man braucht. Change Root, Namespaces, C-Groups und diese Security-Feature, die ich leider nicht gut kann, aber da wo Leute da sind, die sich dafür besser auskennen, also wie man quasi an Root-Access einschränkt. Ne? Gut, wie schaut es im Betrieb aus? Na, ich habe ein Video vorbereitet. ich wollte es live vorzeigen, habe ich mir dann aber nicht traut. Links sieht man Jenkins, mein Recht sollte man sehen, das User Interface von Mesos. Ich zeige jetzt noch ein Video. Ich habe das vorher schon gemacht. Ne? Drückt man links am Knopf, ein Job startet. Gleichzeitig sieht man auf der rechten Seite, man kann es leider schwer lesen, falls man da drauf. Da unten steht 42 CPU, 111 GB RAM, ne? Wenn ich da drüben, und da unten steht sind da, und da unten steht used und offered. Ne? Ich drücke da links auf den Knopf, dann sieht man nachher auf der rechten Seite drüben, es wird von diesen freien CPUs eine quasi weggenommen, ne? Reserviert, dort wird ein Task gestartet, der connectet zurück, und auf der linken Seite startet dann der Job. Ne? So, ich komme mal her, ich hoffe, das funktioniert. Alles kann man jetzt besser lesen, schaut. Da drunter steht used, also total 42, das ist unser Dev-Cluster, glaube ich, den wir haben, ne? Mit 5 Slaves um, 42 CPUs und 111 GB RAM. Ne? Da idlen momentan 11 herum, man sieht da schon, da sind voll viele Active Tasks, die im Endeffekt Prozesse sind, die am Linux-System rennen, die über 4 Linux-Technologien prozessvirtualisiert worden sind. Ne? So, jetzt spülen wir das einmal ab. Ich muss ein bisschen Gas geben, weil sonst kommt nichts. Links drücke ich Build New. Build startet und ist da. Ne? Das war's. Und auf der rechten Seite, wenn man ganz genau geschaut hat, hat man auch gesehen, dass ein neuer Task angelegt worden ist. Also man sieht da, Build 2G Mesos Parabla BA9. Leider ganz eine schlechte Auflösung da. Ne? Das sieht man normalerweise sehr gut. Ne? Man sieht, der Task ist vor 0 Minuten ago gestartet worden auf Protnode 5, ne? Sogar Protnode, ne? Und fertig. Ne?
vor allem hochstarten, vor allem connected zum Jenkins, vor allem führt er den beliebigen Build-Job aus. Ne? Geht nur mit Docker. Ne? Mit einer Normalvirtualisierung unter 5 Sekunden warten, bis irgendwas passiert, habe ich noch nie gesehen. Wenn was Komplizierteres oben sein sollte, wird es noch blöder. Ne? So, ich gebe Gas, habe noch 20 Minuten mehr. So, das war der Punkt. Na, und das ist bei uns einfach super. Wir haben ganzen momentan so 200 aus. Ne? Also wir haben noch Platz für Skalierung, da geht uns der Jenkins vorher ein. Also wir könnten eine große Menge an Tasks verwalten und große Menge an Ressourcen verwalten und super toll verwenden und mit gleichbleibendem administrativen Aufwand oder weniger, ne, als vorher. So, da gehen wir ein bisschen schneller drüber. 20 Minuten, wie lange haben wir noch? Gut. Das ist unsere Infrastruktur, die wir haben. Ganz unten ist OpenStack. Ein Kollege mit den langen Haaren da draußen hat schon vorher was geredet über Build My Own Cloud, auch von dem Fanova, der heißt Slash. Ist jetzt nicht OpenStack, aber geht in die gleiche Richtung. Da geht es darum, eine Virtualisierungsumgebung aufzubauen, die volle Virtualisierung bietet, mit einer REST-API drüber, dass man sich quasi on-demand neue virtuelle Maschinen machen kann. Ne? Unser Setup schaut so auf, wir reden mit OpenStack, das macht ein anderes Team. Ne? Wir sagen, wir hätten gerne eine VM wie bei Amazon Cloud, wenn es wer kennt, oder AWS, eine Linux-VM mit Cores oben, ne? In dem Flavor. Es fährt uns Cores hoch, da ist schon Docker installiert. Ne? Und dann kommen wir her und konfigurieren die Cores-Instanz, die wir haben, mit Ansible, ne? Das ist ein Konfigurationstool, das wir haben, und spielen dort Mesos und unsere geheimen Privatschlüssel und so weiter aus, die man halt braucht und alle möglichen Konfigurationen, die wir für gut empfinden. Ne? Hat der Rest, OpenStack hat der Rest API, hat Command Line Clients, schaut so aus. Das war am Anfang, da haben wir glaube ich 140 CPUs da drin reserviert gehabt. Wir haben jetzt dann 300 potenziell geplant, ist halt, dass das noch wächst auf mehr in dem Jahr, also ich glaube 70-80% pro Jahr. Und ja, da kriegen wir unsere Hardware-Ressourcen her. Dahinter volle Virtualisierung, da kann User-Interface klicken oder auch nicht, ne? Kriegt meine Sachen. Chaos ist security-technisch das Interessanteste und das ist der Grund, wo ich gestern mit ein paar Kollegen so ein bisschen Diskussionen gehabt habe, ne? Weil ich meine Sachen als root ausgeführt. Ne? Ich habe meine Demonstration gestern als root gemacht. Ne? Das haben wenige gern gesehen. Ne? Bringt mir aber zu dem Punkt hin, das Security-Bedürfnis einer Applikation, so wie sie, da ausschaut, ne? Ist eine andere als die eines Mainframes. Ne? Also ich traue mir auf in dem Szenario, in dem ich bin, ne, in dem ich 100 Instanzen habe, ne, wo über Docker sowieso alles als root läuft, ne, habe ich mein Security-Bedürfnis auf einem anderen Level als wie User-Management. Ne. In dem Fall ist es viel wichtiger, dass das Betriebssystem up-to-date ist und nicht die letzten Bugs drin hat, die jeder kennt. Ne. Als dass ich tatsächlich im Container drinnen Security-Maßnahmen mache, auch wenn es da wichtig ist, ne? aber es sind so zwei Ebenen. Ne? Genau, und Cores haben wir genommen, da ist immer der aktuellste Kernel oben, sie haben die Security-Updates, die wirklich kritisch sind, innerhalb von Wochen draußen und es wird automatisch abgedatet, ohne dass man irgendwas tun muss, mit dem gleichen Update-Mechanismus, den viele von Chrome kennen vielleicht. Ne? Bei Chrome jemals schon mit einem Update Probleme gehabt? Die Version 44 oder so, was jetzt draußen ist? Nein, selten. Ne? Die gleiche Technologie, die bei Chrome Update macht, macht auch für Core SS Update. Im Hintergrund, im Grunde genommen zwei Partitionen, die linke und die rechte. Ne? Die rechte wird einmal installiert, ne? Hochgefahren und wenn sie hochgefahren ist, dann kommt es zum Switch. Ne? Also die sind da relativ cool und funktioniert für manche Applikationen nicht, für einige schon gut. Mesos ist eben grundsätzlich das, das uns den Linux-Kernel konfiguriert, wenn man runterkommt, aus Bottom-Level, ne? Verweise ich auf den Vortrag von gestern. Aber das Teil macht nichts anderes, als C-Groups im Grunde genommen vor Ort am Kernel zu konfigurieren, beziehungsweise über Docker zu machen und Docker-Prozesse zu starten. Ne? Ja. Gut, jetzt haben wir ein Grundbasissystem, das ist CoreOS, da gehört Konfiguration raus. Und zwar gar nicht wenig, damit das wirklich so läuft, wie wir das gezeigt haben. Ne? Wo komme ich da hin, wo will ich da hin? Das schafft man nicht mehr, indem man sich in alle Maschinen einloggt und irgendwie da mit Vim konfigurieren wir irgendwas. Ne?
wir haben einen Entwicklungsprozess, den wir von den Entwicklern gern hätten, bei uns in der Infrastruktur umgesetzt. Das heißt, bei uns wird einmal am Tag die gesamte Infrastruktur gelöscht, im Dev-System zumindest, und neu aufgesetzt. Das heißt, wir haben die vollständige Aufsetzung der Infrastruktur aller virtuellen Maschinen, aller möglichen Konfigurationen automatisiert. Dazu benutzen wir Ansible und OpenStack. Nettes Detail am Rande, unsere Core-OS-VMs haben keinen Usernamen mehr. Was mache ich dann, gute Frage, was mache ich dann, wenn ich meinen Private Key verloren habe? Aufsetzen. Genau. Das ist die vorgeschlagene Lösung auf Core-OS. Ich brauche mich nicht mehr einloggen auf eine VM. Ich brauche nicht mehr in die Bash reingehen. Wenn ich mir nicht auskenne, wo es nicht geht, weg, neu. Wenn man es richtig macht und die persistenten Daten dorthin gibt, wo es hingehört, funktioniert das auch sehr gut. Das ist immer der große Knackpunkt, den man hat, gerade wenn man mit Systemadministratoren zu tun hat. Wo ist mein Vim? Was bringt mir Vim auf einer VM in Produktion? Wenn ich dort oben einen Oracle-Server betreibe, gar nichts. Was ist das sicherste Programm? Jetzt kommt mir ein Witz. Habe ich mir gerade vorausgedacht. Das sicherste Programm ist, dass das nicht installiert ist. Wenn ich Vim nicht oben habe und alle Abhängigkeiten, die ich drauf habe, kann man da keiner drauf einbrechen. Kann keinen Exploit dafür benutzen. Wenn es einen User nicht gibt, kann ich nicht knacken, wenn es kein Passwort gibt. Also wenn es nicht da ist, ist es am sichersten. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Philosophie dahinter. So, jetzt zeige ich mal her, damit ihr es mal glaubt, dass wir alles aufsetzen. Wieder ein Video. Ich zeige da her, wie wir in unserem Entwicklungssystem einmal, mehrmals, zehnmal am Tag unsere gesamte Infrastruktur neu aufsetzen. Ich habe es da bewusst als Video gemacht, weil das dauert in dem Fall 20 Minuten. Und da haben wir Ansible. Ansible ist eine DSL-Sprache, die konvertiert sich in Python-Code. Der Python-Code wird auf das Linux-Betriebssystem rüber kopiert und macht dann so Sachen wie Files verändern, herumschieben, moven, bla bla bla. Kommt eher aus dem Bereich, wenn man gut Python programmieren kann, programmiert man es vermutlich besser. Aber wenn man aus administrativen Ebenen kommt, dann ist das eine nette Beschreibungssprache, mit der man gewisse Tasks, die man machen muss, einfach abbildet. Konvertiert es in Python, geht drüber und das war's. Ich drücke einmal auf Play. Es dauert jetzt länger. Mal so. Da installieren wir Python auf allen unterschiedlichen virtuellen Maschinen, die es da so gibt. Das dauert jetzt ein bisschen noch. Das dauert am längsten, da muss ich was im Internet holen. Das schaut dann so aus. Konfigurationen werden ausgeliefert. Maven-Konfigurationen, Grail-Konfigurationen, Oracle, Git-Konfigurationen, SSH-Keys, spezifische Mounts werden erzeugt, Persistenz wird erzeugt und so weiter und so fort. Das Ganze geht in ein Thema, das immer mehr hypt und das DevOps heißt. Das heißt Immutable Infrastructure, das heißt man baut Infrastructure auf, die keinen Zustand hat. Das geht immer mehr in ein Thema, entwickeln in Infrastruktur reinzubringen. Und Infrastruktur heißt in dem Fall Linux-Systeme, weil Linux momentan das beste Environment ist, um das dort auszuführen. Infrastructure as Code ist dann der Begriff, also quasi ganze Linux-Infrastruktur als Code aufzusetzen und auch spezifisch für die Bedürfnisse, und deswegen ist dieses ein Sub-Use-Case, den ich da herzeige, spezifisch für die Bedürfnisse, die man hat. Ich glaube, wenn wir ein anderes Bedürfnis hätten, was anderes umzusetzen, wäre das die falsche Technologie. Man kann mit der falschen Technologie das Richtige umsetzen, ich weiß nicht, aber für den Use Case, den wir da herzeigen, ist das ein absolut perfekter Technologie-Stack, den wir da verwenden. Wie man das Ganze migriert im Live-Betrieb, jetzt kommen die Administratoren ein bisschen her. Wir haben bestehende Hardware gehabt, haben ein paar Sachen weggehaut und haben es dann mit den dynamischen ersetzt. Das heißt, wir haben bei gleichbleibender konstanter Hardware haben wir die Performance durch das dynamische Provisionieren, haben wir die Lebenszeit der Ressourcen um ein halbes bis dreiviertel des Jahres verlängert. Allein nur, dass wir die Technologien eingeführt haben, dass wir nicht mehr statische VMs verwendet haben, dass wir wirklich alles dynamisch gemacht haben.
hat einen ziemlichen Impact auf das Geld, das man braucht. Ne? Nach den ersten zwei Wochen, nachdem wir es umgesetzt haben, in diesem kleinen Bereich von der Gesamtvirtualisierung, ne, hat das Ganze schon eigentlich relativ gut funktioniert. Ne? Und ab dem Zeitpunkt haben wir gewusst, in die Richtung gehen wir weiter, das erweitern wir. Und das alte System lassen wir schon langsam ausklingen. Ne? Für Leute, die in ihrer Firma so etwas Ähnliches vorhaben oder glauben, dass das, ne, Sinn macht, ne? Punkt ist Transparenz. Heißt, man muss, wenn man solche neuen Technologien, Linux-Technologien, Cloud-Technologien, administrative Improvements, ne, muss man offen sein in der Firma und den Leuten Einsicht geben in das, was sie geändert hat. Ne. Bei uns war oft so, Linux, wir haben Windows, ne, oder was macht es denn da überhaupt? Ne. Früher hat es funktioniert und jetzt geht es nicht mehr. Ne. Problem ist, jetzt geht es stabil, ne, es geht stabil nicht mehr. Früher ist es mal gegangen, mal ist es nicht gegangen. Ne. Ausreichend für viele. Aber wenn es jetzt kontinuierlich nicht mehr geht, ist alles kaputt. Ne? Das hat eben wirklich eine Zeit lang Probleme. Ne? Da ist eine kommunikative Komponente von dem Ganzen drin gefragt. Ne? Dass man sagt, ja, es ist besser, wenn es immer kaputt ist, aus einem Grund. Ne? Nur weil du das letzte Mal per Zufall funktioniert hat, ne? das löst noch kein Problem tatsächlich beim produktiven Betrieb. Ne? Ja, Take-Away-Message, Infonova ist cool. Wir haben voll viele und voll tolle Betätigungsfelder, die man erst ab einer gewissen Größe von Firma kriegt. Ne? Und es sind sehr spannende neue Technologien aus dem Linux-Bereich in Teilen in Unterverwendung. Nicht überall, aber in manchen Teilen. Ne? Ja, so, das war das. Danke mal für die Aufmerksamkeit. Letzten 10 Minuten würde ich gerne für Fragen reservieren. Wie gesagt, ich bin der Teamlead vom DevOps-Team. Mitarbeiterinnen werden gesucht. Bietet da vorne am Stand Docker-Schulungen an, ad hoc, wer vorbeikommen will und überhaupt keine Ahnung hat, was das ist. Dann zeige ich das einmal. Das ist die Grundbasis, warum dieses ganze fluffige Cloud, Mesos, Ressourcen, dynamisch überhaupt funktioniert. Bin ich gern bereit, in einer kurzen Diskussion oder Demonstration reinzugehen, wie man dann tatsächlich auf na, dem Rechner da, das dann tatsächlich macht. Ne? So, bitte. Was da natürlich nichts hilft, ist das Beispiel, was du vorher gebracht hast, du hast dein Windows vor allem, die du gebootet hast, und da stürzt dann an dein Prozess ab oder bleibt hängen. Da hilft dann an dein ganzer Docker-Aufbau nichts, außer dass ein Docker oder vorher schon unter einem Timeout für die komplette Exekution von dem Ding definiert, weil sonst kannst du das Windows schaffst nicht in den Docker von dir. Ja, das ist das, was Mesos für uns macht. Ne? Mesos, wir haben out of memory OOM-Kills, relativ viele zum Beispiel. Ne? Das heißt, Mesos, das ist mit der Zeit, hast recht, das ist ein Limit-Problem, das man über Jenkins lösen, dass man sagt, das darf nicht länger als sonst wie lange laufen. Ne? Aber Mesos kommt her und limitiert einen Prozess insofern, der Benutzer vom Job sagt, ich brauche nur 4 GB RAM. Ne? Jetzt dann verletzt er diese Grenze, die er selber definiert hat und braucht 6 GB RAM. Was passiert dann? In unserem System. Weg ist der Prozess. Ja? Und dann steht drinnen dmesc-t im Kernel, Kernel sacrifice child, ne? Process, bla bla bla. Ne? Und du kannst wirklich sagen, wenn eine Grenze, und das ist wirklich das Harte dran, wenn eine Grenze von einem Prozess verletzt wird, dann macht der Kernel da keine, na, das OOM ist ein bisschen schwindelig, ne? Aber er macht da keinen Kompromiss und das Teil ist weg. Ne? Das Problem löst es. Memory, CPU ist das gleiche, einer nimmt viel. Disk ist schwieriger, muss man im Filesystem ein bisschen sehr auskennen. Die Länge der Laufzeit kann man dann über den Scheduler sagen von der anderen Seite und dann kann man sehr wohl sagen, Prozess, Mesos, kill ihn da drüben mit minus 9. Ne? Von dem Level her hat man es. Ne? Hat das die Frage ungefähr beantwortet? Also, das Problem, das du ansprichst, die VM, ne, hat einen Prozess drin, der rennt unendlich lang, der tritt bei uns nicht mehr auf, und zwar die Gründe, dass er hängen geblieben ist als Thread oder so irgendwas, ne, oder dass er einfach so weit ins Swapping rein, wir haben keinen Swap mehr. Ne. Wir haben Swap überall abgedreht. Sobald ein Prozess mehr als 4 GB RAM braucht, ist er weg. Aber das ist jetzt ein Spezifikum von unserer Umgebung. Ne? Weil bei uns ist es so, es wird ein Build-Job ausgeführt,
der kann fehlerhaft sein. Es ist eine laufende Entwicklung. Ne? Und wenn der die 4 GB Grenze verletzt, ist es meistens ein Programmierfehler. Ne? Wenn der ein Swap-File hat, macht er alle anderen Prozesse, die auf der Maschine rennen, durch den Programmierfehler instabil. Ne? Ja? Wir haben massive Probleme mit IOPS gehabt, genau weil das auftreten ist. Ne? Auf einmal sind auf dieser einen VM, weiß nicht, ne? 3 Prozesse wild gelaufen und haben ein Swap-File volllaufen lassen gleichzeitig. Ne? Die Builds sind so, die Prozesse sind so langsam geworden, dass die Resultate falsch geworden sind. Ne? Unter einem Environment ist das einfach nicht tolerierbar. Ne? Bei uns muss reproduzierbar das Gleiche rauskommen. Ne? Und wenn da einer Blödsinn baut, ist es uns 100-mal lieber, kurzen Prozess zu machen, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Und das macht uns der Kernel sehr gut, wenn man richtig konfiguriert, ne? Was diese ganzen Tools für uns tun, als dass er in ein Swap-File reingeht. Ne? Neuer Enemy. Sieht sich das mit reproduzierbar oder wirklich so weit durch, dass ich sage, zu den Entwicklungssatz keine Variablen, die sich ausgehend von Daten ändern oder so, dass man wirklich das Endergebnis den gleichen Match hat? Entschuldigung, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja? Sieht sich das mit dem reproduzierbar dann auch auf der Ebene so weit durch, dass ihr zum Beispiel sagt, keine Variablen, die sich von Daten aus ändern dürfen oder so, damit wirklich das Endergebnis den gleichen Match hat? Nein. Wir sind so, wir sagen, ihr könnt eure Jobs in einem 100%ig kontrollierten Environment ausführen. Da drin könnt ihr aber euch installieren, was wollt. Das heißt, würde ich gerne sagen, ist Firmenpolicy ein bisschen anders, ne? aber im Grunde genommen wäre es möglich. Ne? Also wir haben ein gewisses Set von diesen Sachen, die man rein. Du hast, ja? Kurze Frage, hast du Probleme gehabt, zum Beispiel mit langsam ausrennenden Memory-Leaks, zum Beispiel akkumulativ noch erst 3 Wochen, mit die 4 GB verbraucht oder solche Geschichten? Mit dem vor allem mit Zustand, ja. Genau. Da kommen wir hinter den Tickets rein. Mein Bild geht auf einmal nicht mehr, letzte Woche. Aber jetzt dann haben wir keinen Zustand mehr. Ne? Also haben wir das Problem nicht mehr. Okay. Das Ganze war jetzt mehr so technisch und so, aber mehr so eine Frage mehr zu den Prozessen. Und zwar erstens, wieso trennt ihr Development und Operations, wenn es auf DevOps heißt? Nein, wir sind ein Team, der das eben nicht trennt. Nicht trennt, okay. Wir sind diejenigen, wir entwickeln Software, ja. Wir betreiben sie. Ne? Machen nicht alle in der Firma. Da gibt es was, das heißt Conway's Law, ne? Software-Architektur und wie Software entwickelt wird, richtet sich nach der Firmenstruktur auf. Ne? DevOps geht darum, dass man sagt, man akzeptiert es, schau, dass du in dem Rahmenwerk Lösungen findest. Ne? Ja, zweite Frage, hast du irgendwelche Prozesse gesehen oder auch das Prozess, was man nicht auf DevOps umstellen kann? Also die ganzen technischen Bilder und Unit-Testen, sowas verstehe ich ja. Ja. Es gibt da noch irgendeine andere Prozesse, was die Performance-Testing zum Beispiel oder sowas. Bei uns ist umsonst Performance-Testing rausgekommen. Ne? Also mit dem Setup, den wir haben, ne? Nette Anekdote. Es war relativ schwierig für die Entwicklungsabteilung, die Ende. Darf ich noch fertig? Ja, ja. Die Selenium, die Selenium-Tests zu parallelisieren. Ne? Sie sind zwar in 500 Modulen gewesen, aber sie haben sequenziell ausgeführt werden müssen. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben einfach alle 500 Module in einen eigenen BuildSlave-Docker reingeben. Ne? Und auf einmal rennen jetzt dann 90 bis 150 Firefoxe simultan los, ne? Die vorher noch da reingegangen sind. Ne? Das heißt, die haben es geschafft, eigentlich durch das Setup in der gleichen Zeit 10-mal so viele Integrationstests durchzuführen wie vorher. Ne? Also, oder eigentlich 15-mal so viel. Ne? Ganz einfach, weil wir durch die geringen Ressourcen-Overhead, die wir gehabt haben, einfach viel mehr Build-Environments gehabt haben. Und jetzt klicken auf einmal 90 bis 150 Firefox-Instanzen, ne? Aus einem Docker-Container in ein Build-Environment. Ne? Verrückt. Ein letzter noch, und dann muss ich glaube ich aufhören. Ja? Also, jetzt sprengen Sessions hier. Ja, bitte. Wie macht ihr die Docker-Images? Also, wer baut die für euch? Wir bauen selber. Ne? Also, machen das Leute aus Ops, machen das Leute aus Dev? Wer kontrolliert die? In dem Fall DevOps macht das. Wir betreiben das Service Jenkins und andere Service selber. Ne? Wir implementieren Software drinnen. Ne? Wir liefern die damit aus. Ne? Also machen das in dem Fall für den Ding wir. Ne? Und wir kennen uns aus. Ne?
Also wir wissen genau die Problematiken um unsichere Software, die da rausgeht. Wir wissen, was da drin sein darf. Ne? Wir wissen, also wenn ich jetzt einen beliebigen Entwickler, und das habe ich gestern ein paar Mal gehört, dann einen Docker-Container machen lassen, ne? Da kann man auch viel Schindluder drin machen. Ne? Oder wenn ich mir irgendeinen Container, einen Docker-Image aus dem Internet runterlade, von irgendwem, den ich nicht kenne. Ne? Also wir machen es intern so, ich kenne von Zalando und ähnlichen Leuten, die machen es ein bisschen anders. Ne? Aber wir machen es so, jeden Container bauen wir mal mit Ansible Server im Endausbau. Ne? Zwischenstufen ist, wenn wir Public Container hernehmen, dann müssen die trusted sein. Ne? Da gibt es ein eigenes Feature von Docker selber, Docker Hub, das trusted sind. Ne? Und wir kopieren alle Container auf unsere eigene Docker Registry, die wir intern betreiben, oder die mehreren, die wir betreiben. Ne? Und holen die dann nochmal von dort, nachdem wir sie kontrolliert haben. Ja. Hat das die Frage beantwortet? Natürlich, aber irgendwas auf das Ziel da. Das ist noch einmal vielleicht. Passt? Nein, ich glaube, das ist zu detailliert. Zu detailliert, okay, noch einmal. Ja gut, na, dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin den ganzen Nachmittag bis 6 Uhr an dem wunderschönen Infonova-Stand da drüben und biete Docker Introducing, Schulungen und wer wirklich will, den modifiziere über C-Group und Namespaces und Changeroot die Shell so, dass es so ausschaut wie ein Docker-Container. Ne? Ja, danke, dass du da warst, alle, hat mich sehr gefreut.